Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Willkommen in meiner kleinen Schokoladenfabrik. Es sieht hier gerade so ein bisschen aus, als hätte ich gerade sehr viel Schokolade gegessen. Guess what? Habe ich auch? Offensichtlich. Ich habe heute etwas ganz Besonderes mit euch vor. Ihr habt es in der Insta-Story schon gesehen. Ich habe ein dickes Paket von Purish bekommen mit einem, ja, ich würde fast sagen, Full-Face-Make-up-Beauty-Bakery. Gab es hier auf meinem Kanal tatsächlich noch nicht. Ich habe immer mal wieder so das ein oder andere Produkt für mich still und heimlich in meinem kleinen YouTube-Kämmerchen getestet. Und heute werden wir ein Full-Face-Beauty-Bakery schminken. Ich bin super, super gespannt, wie die Produkte sind. Das Packaging ist schon ein Hingucker. Und deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit und starten auch direkt mit dem letzten Video dieser Woche. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und falls nicht, wünsche ich euch, dass die nächste Woche wesentlich besser wird. Ich liebe es ja persönlich, neue Marken, beziehungsweise neu ist Beauty Bakery ja nicht, aber Marken neu zu testen und sie euch dann zu zeigen. Purish und ich, wir arbeiten ja regelmäßig zusammen. Ich habe einen Rabattcode bekommen, der gilt auf das gesamte Beauty Bakery Sortiment. Das ist kein Affiliate-Code. Ich verdiene mit diesem Code kein Geld. Aber ihr könnt 20% sparen, falls das ein oder andere Produkt euch auch interessieren sollte. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt. Kleine Sache muss ich noch sagen. Gestern ist ein Video online gegangen, für mich gestern, für euch vorgestern, wo ich ein Fullface Adam geschminkt habe. Und ich wollte mich ganz herzlich für euer Feedback bedanken zu der Art und Weise, wie ich zukünftig so ein bisschen mehr Make-up machen möchte. Ich habe sehr viel Feedback bekommen zu verschiedenen Punkten, zu der Art und Weise, wie meine Videos sind, der Art und Weise, wie der Content aufgebaut ist, und ich arbeite das gerade alles durch und probiere dann meine Schlüsse daraus zu ziehen. Ich weiß, es gab auch einige Kommentare, die gesagt haben, ja, ich antworte nicht so oft auf Kommentare. Es ist einfach bei der Menge nicht möglich. Deswegen verzeiht mir bitte, aber ich gebe mein Bestes. Wir starten. Ich habe nichts außer Pflege im Gesicht und ich habe als erstes hier ein Produkt. Das ist der Beauty Bakery The Butter Hydra Silk Primer. Also Packaging von Beauty Bakery ist ja sehr bäckereilastig. Der Name sagt alles. Es ist alles so ein bisschen angepasst an Backen, an Mehl, an Milch, an Honig, an Schokolade. Und wir haben hier dieses super süße Stickchen. Das ist ein Primer, der so ein bisschen aussieht ja, wie so ein Messbecher. Und der soll die Haut weich zeichnen, Feuchtigkeit spenden und hat Antioxidantien mit drin. Kommt hier in so einem Stick und ich würde jetzt einfach mal hier so ein bisschen lang gehen. Er riecht tatsächlich nach nichts. Das war so ein bisschen meine Angst bei dem Namen Beauty Bakery, dass das alles so zucker süß ist, so ein bisschen wie Nimia von Niki Tutorials. Und damit gehe ich jetzt einfach direkt hier über meinen T-Zonenbereich. Fühlt sich erstmal gut an. Ist so eine Mischung aus einem Silikonprimer, ähnlich wie der Tatcha Silk Canvas Primer. Erinnert ihr euch? Den hatte ich mir vor mittlerweile schon Jahren bei Amazon für 100 Euro bestellt, um ihn zu testen, um dann festzustellen, dass er eigentlich Quatsch ist. Der ist ähnlich, der verschließt so ein bisschen die Poren tatsächlich. Ich schaue mir das mal von nahem an. Ja, ohne dass das sich jetzt so silikonig anfühlt. Ich bin da ja sehr empfindlich, was dieses Gefühl von Silikon an meiner Haut angeht. Und wenn man das nur so im T-Zonenbereich aufträgt, ist das eine gute Sache. Vor allen Dingen, wenn man zu ölender Nase, Nasenflügel neigt, mache ich persönlich ganz gerne. Ich nehme dann oft einfach den von e.l.f., diesen Putty Primer. Der ist natürlich sehr praktisch, weil man damit direkt so übers Gesicht gehen kann. Tatsächlich habe ich keine Foundation und keinen Concealer von Beauty Bakery. Was ich aber habe, ist einmal ein Set und da ist das Sweet Glaze Baking Spray, ein Schwamm und das lose Puder mit drin. Das ist das Setting Powder, was aussieht wirklich wie so eine Tüte Mehl. Wir haben den Schwamm, der extrem groß geworden ist. Purish war aber so freundlich und hat mir auch diese Eierverpackung geschickt. Da sind 6 verschiedene Schwämme drin. Das sind dieselben wie das, was in dem Set drin ist. Deswegen benutze ich den jetzt und lasse das jetzt erstmal unversehrt. Ich wollte es euch aber zeigen. Also das Packaging, es ist ein klassischer, literally, es ist einfach ein Eierkarton mit 6 verschiedenen Beauty Sponges. Die sehen im Vergleich, schaut mal bitte, sind die wesentlich größer geworden und fühlen sich auch wirklich sehr weich und so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr Tempur-Matratzen kennt. Das sind ja die, da legst du dich rein und dann
greift die Matratze dich so von unten überall hin und du liegst dann wie auf Wolken. Fühlt sich sehr gut an. Ist so ein bisschen wie so ein viskoelastischer Schaum. Finde ich ganz spannend. Das werden wir jetzt tatsächlich auch benutzen. Als Foundation benutze ich jetzt einfach, weil ich weiß, wie die Foundation so performt. Die L'Oréal Infallible 32 Stunden Foundation benutze ich im Moment eigentlich im Alltag sehr, sehr gerne. Was ich vorher aber noch nutzen möchte, Freunde, ihr kennt mich, ich muss alles immer so ein bisschen durcheinander machen, ist dieses Spray. Now I lay my brush to beat. I pray the slay is one to keep. I put my trust in you, Grace, to help me keep my cake face. Love it. Das hätte auch ein poetischer, das ist der poetischste Satz, der jemals aus meinem Mund auf diesem Kanal entstanden ist. Das ist ein Setting Spray. Soll man nach dem Make-up? Okay, da steht, wenn wirklich drauf steht Apply After Make-up, dann lassen wir das Ganze. Nicht, dass es dann irgendwie nicht funktioniert. Ich komme mal ein Stückchen näher zu euch rangerutscht. Nehme mir die Foundation, gebe mir die auf meine Mischplatte und arbeite mir das mit der flachen Seite ein. Ich habe tatsächlich schon lange keine Foundation mehr benutzt oder keinen Beauty Blender mehr benutzt, der diese klassische Beauty Blender Fläche hat. Wisst ihr, was ich meine? Mein eigener, der hat ja ganz, ganz viele verschiedene Kanten gehabt und mittlerweile benutze ich zum Auftragen ja entweder meine eigenen Pinsel. Apropos, schaut unbedingt bei Giacomo Cosmetics auf Instagram vorbei, denn dort kriegt ihr gerade alle Informationen zu dem Launch der Pinsel. Der steht nämlich literally in den Startlöchern. Geht super, super schnell. Er ist nicht zu hart. Ich mag es gerne, wenn die Schwämme so ein bisschen härter sind und nicht ganz so weich. Die von Real Techniques beispielsweise, die sind ja doch sehr weich. Ihr habt eine sehr, 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 sehr große Fläche und könnt damit, ich muss meine Haare aus dem Gesicht machen, und könnt damit super, super schnell arbeiten. Also das merke ich direkt. Geht schnell, fühlt sich gut an und es tut nicht weh. Ich schaue mir meinen Porenbereich einmal kurz an. Ja, krass. Okay, also er ist extrem weich gezeichnet. Ich erkenne keine Poren mehr. Ich hole euch selbstverständlich gleich ein Stückchen näher ran. Aber ihr seht sofort, der Schwamm hat ein sehr, sehr gutes Hautbild erzeugt. Also das ist oft so. Ich finde, ich habe mich ja viel mit Schwämmen auseinandergesetzt, als ich meine eigenen gemacht habe. Und auch für meine jetzige Firma arbeite ich gerade an Schwämmen. Aber es ist halt schwierig, etwas rauszubringen, was es in der Form noch nicht gab. Und fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich liebe den Vibe. Okay, also wirklich gerade der T-Zonenbereich sieht extrem weich gezeichnet aus. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch vielleicht aufs gesamte Gesicht gibt, weil der halt nicht so super, super trocken ist. Das ist oft das Problem bei so Pore-Blurring-Primern, dass wenn man trockene Stellen hat, und meistens haben wir keine trockenen Stellen um die Nase herum, außer wir haben Schnupfen, sondern eher so im Wangen- oder im Stirnbereich. Den in einer flüssigen Form, das wäre richtig, richtig krass. So tut das aber auch und ist perfekt für unterwegs. Und das Packaging ist halt einfach wirklich süß. Das muss ich sagen, ich bin ja so ein Packaging-Opfer, ne? Ich liebe es ja, wenn andere Brands wirklich super ausgefallenes Packaging haben, was Spaß macht zu benutzen. Und das hat Beauty Bakery tatsächlich wirklich gemacht. Ich meine, auf die Idee musste erst mal kommen. Klar, liegt total nah, aber 6 Beauty Sponges in einen Eierkarton zu packen und zu sagen, das sind Blending Eggs. Iconic. Foundation und Schwamm haben mir jetzt erstmal sehr, sehr gut gefallen. Ich trage mir mal ein bisschen Concealer auf und dann testen wir dieses Puder. Da bin ich wirklich fast schon am gespanntesten drauf. Als Concealer benutze ich den Anastasia Beverly Hills Concealer. Ist tatsächlich aktuell einer meiner Liebsten, muss ich sagen, weil er einfach eine extrem hohe Deckkraft hat. Und dann gehe ich hier immer so ein bisschen an der Seite lang und blende mir das Ganze ein. Base gefällt mir, muss ich sagen, sehr, 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 sehr gut. Und wir setten das Ganze jetzt. Und so sieht das Puder einmal aus. Kommt in so einer klassischen Puderdose. Das ist jetzt auch die Translucent-Farbe Oat, die also wenig Farbe hat, beziehungsweise gar keine Farbe. Die war in diesem großen, großen Set auch mit drin. Man kann es mit Sicherheit auch einzeln kaufen. Wir haben hier so einen doppelten Siphon, heißt das, glaube ich. Einmal so zum Drehen, ne? Dass wir gucken können, auf welcher Seite das Produkt rauskommt. Das dann. Oh nein! Jetzt ist mir der Deckel abgegangen. Man kann das hier so drehen und dann, ich will es jetzt nicht wieder umdrehen, weil es dann wahrscheinlich alles raus. Es ist auch nicht parfümiert. Ich gebe mir so ein bisschen in den Deckel. Genau mal hier unter den Augen lang. Und dann nehme ich mir mein Microfiber Multitool Mini und sette damit das Make-up, beziehungsweise den Concealer. Ich bake tatsächlich auch direkt einmal damit. Ich gehe davon aus, dass es ein Baking-Puder ist, wenn es in einer Baking-Verpackung kommt. Sehr deckend, nicht parfümiert, finde ich gut und hat eine schöne Deckkraft. Das sieht man oft dadurch, also bei Translucent ist es oft so, dass man das nicht so aufbauen kann und nicht so gut zum Brightenen ist, also zum Aufhellen im unteren Augenbereich ist.
Das sieht jetzt aber erstmal gut aus. Und mit dem Rest gehe ich einfach hier so ein bisschen über die Stirn. Ich will nicht zu viel Bewegung wegnehmen. Ich will aber auch, dass alle anderen Produkte gleich im Anschluss so ein bisschen ebenmäßiger aussehen. Lassen wir jetzt mal kurz da drauf und hüpfen einmal schnell weiter zu dieser Neapolitan Bar Face Palette. Das ist eine Face Palette, die aussieht wie dieses Fürst-Pückler-Eis. Heißt es, glaube ich. Wir haben drei verschiedene Farben. Wir haben einen Bronzer, wir haben einen Highlighter, der extrem krass aussieht. So richtig, richtig, richtig wet sieht er aus und einen Blush. Ich starte mal vorsichtig mit dem Bronzer. In dem Moment, wo ich noch ein bisschen Baking-Puder drauf habe, brauche ich nicht so viel Bronzer zum Verblenden, sondern ich gehe wirklich nur einmal ganz leicht rein, arbeite mir das auch erst in die Hand und dann stempel ich mir das Ganze in leichten Bewegungen direkt in dieses Baking-Puder mit rein und nehme damit so ein bisschen das Baking-Puder weg. Er ist recht warm, muss man sagen. Literally sehr, sehr warm. Sekunde. Und ich blende das jetzt einfach mit einem sauberen Pinsel aus, weil mir das gerade zu viel war. Seht ihr das? Das war hier. Ich mag die Farbe nicht so gerne und ich habe es, glaube ich, gerade auch so ein bisschen unsauber aufgetragen. Deswegen sieht es jetzt hier so fleckig aus. Ich nehme jetzt hier mal einen sauberen Pinsel und gehe hier einfach nochmal rüber und probiere das so ein bisschen ebenmäßiger auszublenden. Farbe an sich ist okay, geht tatsächlich so ein bisschen in die sehr, sehr warme Richtung. Muss man mögen. Ich persönlich tendiere eher zu kühleren Bronzern. Aber ich muss mir das jetzt hier noch so ein bisschen aufbauen, weil das sonst nicht so schön aussieht. Ich würde sagen, je nachdem, was ihr mögt, kann man damit arbeiten. Der T-Zone-Bereich, auch gesettet, sieht fantastisch aus. Ich sehe keine einzelne Pore und das sieht sehr, sehr ebenmäßig aus. Wir probieren jetzt aber trotzdem diesen Blush und dafür gehe ich mit einem Blush-Brush rein. Die Palette ist übrigens auch vegan, hat keine Kalorien und kein Gluten. Und den Theorie, ich glaube, dass die Palette für dunklere Haut wesentlich besser ist als für mich oder heller. Dadurch, dass ich jetzt so hell bin gerade im Moment, das ist nicht, leider nicht mein Favorit. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Clown. Das Baking-Puder könnte wirklich hier an meinem Schminktisch stehen bleiben. Bürste mir jetzt einmal schnell meine Augenbrauen so ein bisschen durch und schauen mal, ob wir noch was anderes für die Base haben. Ja, Tatsache. Die Milk and Honey Palette, die habe ich persönlich auch schon einmal getestet. Da sind vier verschiedene Highlighter drin. Auch hier muss ich sagen, die Farbanordnungen sind sehr, sehr inclusive. Wir haben einen recht hellen Ton, wir haben einen rosanen, wir haben einen dunklen, den man perfekt als Lidschatten, falls ihr heller seid, nutzen könnt. Falls ihr dunkler seid, habt ihr endlich mal einen vernünftigen Highlighter für euch. Und wir haben so einen Ton, der so ein bisschen in die Orange-Richtung geht. Ich mische jetzt tatsächlich Orange und Rosa so ein bisschen. Ich mag die Palette sehr, sehr gerne. Die ist recht soft. Man kann sie aber aufbauen. Ich bin ja im Moment eh eher so Team Soft Highlight und glaze damit jetzt nur so ein bisschen mein Gesicht. Aber ihr seht sofort den Effekt auf meiner Wange. Okay, Base gefällt mir ganz gut jetzt, so wenn es alles zusammen ist. Wir testen jetzt dieses Spray. Das macht oft nochmal alles so ein bisschen weicher und fügt alles zusammen. Das ist mega. So ein Sprühkopf. Auch das riecht nicht. Also so gut wie gar nicht. Seid ihr bereit? Okay. Der Sprühkopf muss ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen einsprühen. Es riecht tatsächlich. Also das Ding bei Setting Sprays, die in so einer Gasflasche kommen, ist, man riecht immer erst kurz das Gas, das verfliegt aber sofort. Das Finish auf der Haut gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hole euch mal ran. So könnt ihr das Ganze auch einmal nochmal von Nahem sehen. Also, der Bronzer hat sich jetzt ganz gut an mein Gesicht angepasst. Das ist das, was ich meinte, ne? Wenn man so ein bisschen mit Setting Spray arbeitet und diese pudrige Textur dann weggeht, fühlt sich das Ganze gut an. Auch das Setting Spray hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin tatsächlich ein großer Freund von dem Puder in Kombination mit dem Primer. Ihr macht die Haut sehr, sehr glatt und das Puder gibt euch dann so ein bisschen den Rest und macht das Ganze noch glatter. Wenn ihr aber schon so schön nah dran seid, schminken wir doch etwas auf die Augen. Und da habe ich diese Palette hier bekommen. Das ist die Proof is the Pudding Palette.
Wir haben hier 9 Farben in sehr natürlichen Tönen und wir haben auch ein Pinselset bekommen. Das zeige ich euch einfach nochmal. Ich werde es jetzt heute nicht benutzen. Das ist das mit diesen super süßen Löffeln. Also das gibt es auch bei Purish. Löffel, wir haben einen Schneebesen, ein Messer. Ist schon süß. Also die CI der Marke kommt auch wirklich durch. Ich benutze jetzt einfach meine eigenen Pinsel und starte mit der Farbe Mango Pudding. Das ist so ein Orange Ton und blende mir das Ganze in die Lidfalte. She's pigmented. Einfach so ein bisschen als Transition Shade. Die lässt sich sehr, 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 sehr gut ausblenden. Also dafür, dass es so ein Orange ist und mein Unterton ja auch recht gelblich-grünlich ist, kommt die eigentlich ganz gut raus. Ich liebe die Farbe. Das als Blush kann ich mir natürlich auch super, super, super gut vorstellen. Dann wechsle ich den Pinsel und nehme den kleinen und gehe direkt in die Farbe Warm Cocoa. Das ist so ein dunkler Rotton, der aber nicht ganz so dunkel ist. Ja, der passt tatsächlich recht gut hier zu dem Orange. Der gibt einfach nur noch mal so ein bisschen Tiefe, ohne dass es zu dunkel wird. Ist eine recht, na, muss man sagen, es ist eine sehr, 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 sehr helle Palette. Da kann ich dann jetzt auch nicht erwarten, dass das Ganze so super, super, ja, schon fast in die Schwarzrichtung geht. Ja, ist simpel, ne? Ist simpel. Ich gehe jetzt mit dem Finger in die Farbe Almond Jelly. Die Schimmertöne fühlen sich sehr, 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 sehr gut an. Und das gebe ich mir jetzt hier einfach komplett aufs bewegliche Lid. Dadurch wird es natürlich nochmal so ein Stückchen dunkler. Aber ich habe schon so eine Grundbewegung. Und dann gehe ich in die Farbe Chia Pudding und Spiced Caramel und platziere mir die helleren Schimmertöne direkt aufs bewegliche Lid ins Zentrum. Und habe eine super. Hater sagen langweilig, ich sage simpel. Damit gehe ich auch gleich hier an meinen unteren Wimpernkranz. Das ist eine Palette, wenn ihr grüne oder dunkelblaue Augen habt. Eure eigene Augenfarbe wird poppen. Richtig, richtig krass. So, wenn man das zusammenfügt, dann sieht es natürlich immer gleich noch ein Stückchen anders aus. Sehr simpel, aber trotzdem ausreichend für den Alltag. Wie immer gebe ich mir noch ein bisschen schwarzen Kajal auf die Wasserlinie. Ich finde, bei so hellen Looks gibt es dem Auge immer noch so ein bisschen Tiefe. Okay, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Wir haben noch ein paar Produkte, Freunde. Base gefällt mir sehr, sehr gut. Abgesehen jetzt von dem Bronzer, der das Ganze so ein bisschen in eine Richtung gebracht hat, die mir persönlich nicht so gefällt. Ansonsten ist das aber wirklich gar nicht so schlecht. Ich mache mal ein bisschen Mascara rauf und da haben wir hier die Eyelash Icing Mascara, die Freeze Your Lashes in Place for All Day, All Night, Long Lasting Wear. Schwarz. Fiber Enriched, so mit so einzelnen Fasern. Ach, verrückt. So ein Mascara-Packaging habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Das kommt in so einem, ja, es sieht halt aus wie so Lebensmittelfarbe, ne? Und damit gehe ich jetzt einfach hier durch. Da sind künstliche Fasern. I feel something. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber trust and believe. Ich habe ja schon viele Mascaren getestet, auch viele mit verschiedenen Fasern und so. Das ist der Shit gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, es ist einfach mega, mega krass. Es hat sich jedes einzelne Faserchen an meine einzelnen Wimpern gelegt, ohne dass es so klumpig geworden ist. Bis jetzt eine der schönsten Mascara, die ich dieses, ich glaube, die schönste Mascara, die ich dieses Jahr getestet habe, weil es halt sehr, sehr natürlich aussieht. Ne? Das ist nicht dieses Spinnenbeinchen und dick, sondern das ist super, super natural. Und ich finde meine Wimpernzange nicht mehr. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich bin zu geizig, eine zu kaufen, weil ich weiß, ich habe sie ja nicht verloren. Die muss nur irgendwo hier in diesem Chaos sein. Aber sie hat die Wimpern gut nach oben gebogen. Und dann haben wir noch etwas für die Lippen. Und zwar, das fand ich ganz spannend. Habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht aus wie so Candies Zucker. Das ist ein Lip Liner in der Farbe Roasted Marshmallow oder Toasted Marshmallow. Das ist schon cute, ne? Das ist halt eigentlich totaler Quatsch, das Packaging, aber es ist halt süß und das ist halt so ein Hingucker. Tolle Spitze, schöne Farbe. Der Lip Liner ist an sich ein bisschen fester, sorgt dafür, dass er aber viel, viel länger hält dann. Und die Spitze ist sehr, 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 sehr gut. Ich drehe das mal wieder ein. Das ist schon cute, ne? Kann man sagen. Ist süß. Jetzt haben wir noch zwei Liquid Lipsticks. Ich habe ihn einmal hier in so einem Rotton und in so einem hellen Ton. Ich glaube, ich benutze jetzt mal den hellen Ton. Das ist die Farbe Syruptitious. Liebe das Füßchen. Das ist so dieses Jeffree Star Concealer Füßchen. Wunder, wunderschöne Farbe. Ich sehe aus wie Dollar Buster.
Ich sehe aus wie Dolly Buster gerade. Der Lip Liner ist iconic. Die Kombination mit der Farbe, also Toasted Marshmallow und Syruplicious, mega, mega gut zusammen. Ich lasse den mal kurz antrocknen. Und das, Freunde, ist der fertige Beauty Bakery Look. Ich muss sagen, also Lippen 10 von 10. Augen ist cute, ist wirklich sehr, 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 sehr simpel, die Palette. Also wenn ihr wirklich ganz, ganz viele neutrale Farben braucht, die nicht zu viel Bums haben sollen, die einfach so ein bisschen effortless aussehen, so als hättet ihr nichts drauf. Schön, ich habe jetzt wirklich das meiste schon rausgeholt. Base-Produkte, Highlighter, top. Blush, schön. Bronzer, jetzt im Gesamten wirkt das Ganze dann wieder passend, oder? Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Mir gefällt der Look sehr, sehr gut. Wirklich große Empfehlung an die Schwämme. Größte Empfehlung an das Puder und an das Setting Spray in Kombination mit dem Primer hat das Ganze gut funktioniert. Wie gesagt, falls euch etwas von den Produkten interessiert, schaut unbedingt bei Pirsch vorbei. Die haben natürlich noch viel, 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 viel mehr. Ich habe natürlich nur die Produkte getestet, die mich persönlich jetzt interessiert haben. Schaut gerne vorbei. 20% auf das gesamte Beauty Bakery Sortiment. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!